Aber ich glaube, so langsam. Ich mache das heute. Heute gehe ich New Game Plus. Dann mache ich die Questline von Alexander direkt. Dann gehe ich direkt zu Patches und mache seine. Direkt zu Haus Vulkan. Und direkt zu dem Todeswurzeltypen. Loster, weißt du, ob ich die Todeswurzeln, die ich habe, behalten kann? Oder muss ich alle neu. Ah, da ist ein Tombstone. Oder muss ich alle neu suchen? Weil ich glaube, ich habe jetzt drei und die würde ich natürlich gerne mit dem New Game Plus nehmen, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass das weg ist. Also Leute, so kommt ihr nach Jarburg. Wenn ihr die Questline nicht verkackt habt, so wie ich, dann könnt ihr hier auch Questline zu Ende machen. Habe ich leider das ist eine Gnade, verkackt. Aber ich glaube, hier kann ich noch was finden. Was Spannendes. Hello, Cos. I didn't think anyone knew about this place. Ah. Gosh. Truly. Ja, Lava, sie habe ich auch geguckt, der war nicht da. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, Cos. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Come back and visit me. Don't look so glum, cuz. We can still come back and visit. Okay. Wir können gern gleich nochmal zum Lavasee gehen. Aber ich war da halt schon, hab das halt mir angeguckt, aber der war nicht da leider. Vielleicht habe ich den auch nur nicht gesehen, weißt du? Ja, nochmal zusammenschauen. Vier Augen sehen am Meer. Oh, I'm happy you came. I have good tidings. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them. And they said you'd be very welcome. Go on, Kaz. Who knows? Go on, who knows? Ja, das ist ja nicht das Ende, ne, von Alexander. Alexander ist das Ende der Questline, wenn du ihn in Farum Azula, da wo es so einen Drachen gibt, besiegst. Ah, say, cuz. Have you met Uncle Alexander? He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said the path of champions must be trod alone. So heroic, right? Ach so, okay. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz he's big and tough and strong. Uncle Alexander said he won't be back. My home is of the past, and the past, as they say. Ey, können wir mal ganz kurz appreciaten, wie gut das vertont ist? That's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz. I'm actually a warrior jar as well. I'll be just like Uncle Alexander. Then I'll have to leave the village to become a champion. Uncle Alexander won't come. My home is of the past. I suppose that. Tizi, danke für den Follow. Grüß dich. Do you know what a poacher is, cuz? They hunt us, smash us, and then take us. Macht nichts, Mann. This village is kept secret,
So, I think we're safe here. But you should be careful if you ever meet one of them, cuz I hope Uncle Alexander beats them all up first. Those awful poachers. Ich bin echt gespannt, wie viele Textboxen der hat, also wie viele, wie oft er also das, was er redet, noch ändert. Und wenn die der hier zu Ende gequatscht hat, dann gehe ich erstmal oben gucken, ob Alexander dann da ist. Er ist noch in der Herrscher. Dialos? Wo ist der Dialos? Habe ich den nicht gekillt? I don't know. Even though good Sir Dialos has, he says he, and since he's a coward, his smooth and silky hands feel nice when he pans. But I wish we had a potentate big. Wo ist der? Habe ich Dialos nicht gekillt? Ich kann schwören, ich habe den gekillt. Damit. Well, you full of beans. No wonder you're covered in muck. Bin ich blind? Bin ich blind? Bin ich blind? Ach da. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the Volcano Manor. Forging my own path now, making my own choices. After some simple jars, do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. A fool I may be. Do you pity me? Was machen wir jetzt? Kennen wir den? A fool I. Ich werde jetzt noch mit dem kleinen Topf sprechen, nachdem ich. Boah, sind hier viele Blüten, ne? Crazy. Nachdem ich hier einmal gerastet habe und dann gehen wir mal auf die Suche nach Alexander. Wenn ich die Questline jetzt hier schon fertig machen kann, wäre natürlich richtig entspannt für NG+, dann muss ich das nicht auch noch machen. Okay, kein neuer Dings. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal oben gucken, ob jetzt hier. Ob hier jetzt Alexander ist, ansonsten Lavasee, ne? Lavasee da, wo der Magma-Wurm war. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier Alexander ist, weil ich habe den Feuerriesen ja schon besiegt. Aber nach Radan soll er eigentlich hier sein. Hier wäre er theoretisch. Hier wäre Alexander dann wieder. Ich hätte eh kein Öl gehabt, deswegen ist gut, dass der jetzt hier nicht ist. Dann gehen wir mal in den Lavasee gucken. Ich erinnere mich, da bin ich hier einfach einen ganz großen Bogen drumherum gelaufen. An dem Magmawurm vorbei. Aber klar, dann könnte es sein, dass er hier ist, ne? Hier habe ich nicht geguckt. Magmawurm, komm her. Ey, kann ich bitte meine. Kann ich bitte vom Pferd runter? Danke. Nee, ich wollte die Woche auch wieder hier. Oh ja, die Waffe ist geil. Oh ja, die Waffe ist nice.
Gerade gegen so fette Gegner ist die Waffe übel nice. Da macht er gar nichts. Und zack, sieht natürlich. 22.000 nur, ist auch echt wenig, ne? Neue Kraft der Drachenkommunion. Okay, gucken wir gleich auch mal rein. So, und hier soll dann Alexander sein. Gut. Oh, ich höre doch was. Kann ich bitte ein bisschen schneller laufen? Wo ist der? Mann, ich hab nix. Da ist er. Ja, chillig. Da müssen wir das in NG Plus nicht machen. Jetzt geht er nach Osten. Den Drachen habe ich ja schon besiegt. Beim letzten Mal. Hier einfach vorbeirennen. Hier rüber. Hier hoch. Und dann darüber. Dann hier rüber. Und da steht er. Questline. Perfekt. Der will jetzt kämpfen. Also Leute, nicht, müsst ihr aufpassen. Der will dann nämlich direkt kämpfen. Hast du den Doppelkopfdrachen gemacht hier im Gebiet? Nee, noch nicht. Ah, warte, was? Du meinst den Endboss, den Playdissus, oder wie der heißt, den habe ich gemacht. Okay, das hat er gar kein Leben, der Arme. Alter. Aber Scherbe von Alexander. Alexanders Innereien. Ich sage euch, das ist gut. Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Das boostet meine Waffe übergut. Also wenn ihr den Alexander-Questline komplett habt, dann müsst ihr hier so lange resetten, bis sich was ändert. Wie oft wird leider nicht gesagt, deswegen müssen wir einfach mal Trial and Error machen. Guck mal. Are they all right?
defend them. Was soll ich sagen? Na komm, hast du verteidigt, klar. Ist jetzt tot? Ich werde die hier mal reloaden. Boah, mein Husten nervt mich so übertrieben. So, jetzt ist er da vorne. Da. The tale of House Hustle, that's the kind of war one who protect. Diallos Maske. Eine Replik des Silberhelms mit Blumenverzierung, allerdings ohne den Doppelschweif. Diallos Hoslos, alter Bruder, war ein wortkarg und ernster Mann. Durch alle seine Errungenschaften wirkte er wirklich unnahbar. Okay, jetzt hat man die zwar, aber die bringt ja gar nichts, ist ja Rübelscheiße. Reden wir nochmal mit Jarbain, oder wie der Typ heißt. Oh, der ist kaputt. Thanks for coming back, cuz. I've been thinking. It's time for me to set out on a journey. As a warrior, Jar. Upon the path of champions. Klar. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you, cuz I'm a warrior, Jar, so I need to be strong. I can really have them, right? I understand. I'll get strong, strong enough. I deserve to have Uncle's insights. I don't think I'll see you again. Warriors is a goodbye, and thanks for everything. I'll never forget you. Job in previous location. Scheiße, wo war denn seine previous location? Ah, okay. Der ist einfach nur weg und jetzt kriege ich den Talisman. Wieder ein richtig guter Talisman. Begleitergefäß. Jetzt denkt ihr, oh mein Gott, das muss richtig, richtig krass sein. Jetzt guckt, was das kann. Verstärkt die Wirkung von Wurftöpfen. Übel Scheiße.